stellvertretend hier für das normale Publikum hier am Ballermann in der Schinkenstraße habe ich hier eine Jungs-Clique. Erzählt mal, wo kommt ihr her? Ja, wir kommen aus Krefeld und sind leicht verbunden mit dem Team, nicht nur mit dem Team, also mit Spektakel. Selbsterklärend eigentlich, ne? Also das Duo Spektakel. Spektakel sind die Mama Lauda Jungs, richtig? Ja, das ist natürlich sehr richtig. Hier, wir beide natürlich auch dabei, als die kleinen Brüder vom Team Spektakel. Ach nee. Selbstverständlich am Unterstützen hier. Muss, gehört natürlich auch dazu. Das heißt, ihr seid jetzt extra für den Crazy Sunday angereist, oder was? Ja, ich bin heute Morgen direkt hier hingeflogen und für den ersten möglichen Auftritt. Ich habe den Jungs das damals versprochen von einem halben Jahr. Wenn ihr wirklich es schafft, einmal am Ballermann, am besten am Bierkönig aufzutreten, dann ruft mich an, ich komme auf jeden Fall. Ja, und die Jungs haben mich angerufen, ne? Und dann bist du gekommen, extra für den Auftritt. Ja, klar. Wie verrückt ist das denn? Ja, was heißt verrückt? Also, das sind alte Freunde von mir und für Freunde macht man sowas gerne. Das hört sich auf jeden Fall geil an. Aber sonst ist hier auch schön, oder? Ja, selbstverständlich ist hier sonst auch schön. Der Song hier läuft auch rauf und runter, ist immer wieder geil. Und ja, wir wollen ihn heute Nachmittag auf jeden Fall nochmal hören. Dann wird da richtig die Bude zusammengeschickt. So, und dann singt jetzt hier einmal, damit alle Leute wissen, worum es geht. Wir sind die Mutter von Niki Lauda. Mama Lauda, Mama Lauda. Mike, da hast du was produziert, ne? Wir haben was produziert. Ich hole mal meinen Kollegen dazu, weil wir zwei haben das nämlich zusammen produziert. Ja, ein Hit. Ja. Und wer hat's geschrieben? Auch? Ja, die Jungs von Spektakel natürlich. Ja. Ja, die zukünftigen Goethe-Schlagersänger, würde ich sagen, ne? Die Goethe-Schlagersänger, was sagst du dazu? Ja, ich sehe da großes Potenzial. Nur Goethe ist schon lange tot. Ich hoffe, er überlebt den heutigen Tag noch. Ballermann, mein Herz schlägt für den Ballermann. Begrab mich doch mal irgendwann unter Sandstrand und Palmen, Sangria, Spurhalme. Das ist das sexyste Shirt, was ich hier die ganze Saison bis jetzt gesehen habe. Die ist ja aber auch noch nicht lang, die Saison. Da kommen noch bessere. Aber spannend. Das steht hier so ausgezeichnet. Deswegen habe ich sie auch an. Mega. Danke für dieses Bild. Kein Problem.